Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Bruchrechnen. Unsere Aufgabe lautet, vier Brüche so weit wie möglich zu kürzen. Beginnen wir mit dem einfachsten. Der erste Bruch lautet 30/120. Offensichtlich können wir sowohl Zähler als auch Nenner durch 10 kürzen. Das Ergebnis 3/12. Erfüllt aber noch nicht die Anforderung. 3/12 lässt sich weiter kürzen. 3 und 12 sind beide in der Dreierreihe. Lässt sich weiter kürzen durch 3. Und das Ergebnis lautet 1/4. Der zweite Bruch ist ähnlich einfach zu kürzen. Wir haben 90/280 vor uns. Auch hier sehen wir eindeutig, dass wir durch 10 kürzen können. Also 9/28 ist das Ergebnis, das auch bereits das Endergebnis ist, da 28 nicht in der 9er Reihe vorkommt. Etwas schwieriger wird es beim dritten Bruch, 42/165. Wenn wir uns die Teilbarkeitsregeln überlegen, so kennen wir relativ rasch, dass sowohl Zähler als auch Nenner durch 3 teilbar sind. Zahlen sind durch 3 teilbar, wenn ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist. Die Ziffernsumme von 42 ist 4+2, 6. Die Ziffernsumme von 165 ist 1+6+5, also 12. 6 und 12 sind durch 3 teilbar, also auch 42 und 165. Wenn wir durch 3 kürzen, ergibt 42 durch 3 14 und 165 durch 3 55. 14 ist 2 mal 7. 55, 5 mal 11, es sind keine weiteren Faktoren vorhanden, die wir kürzen können. Und schließlich Beispiel Nummer 4, 315 durch 700. Um hier sicher sämtliche gemeinsamen Faktoren zu finden, zerlege ich beide Zahlen in Primfaktoren. 315 ist wieder durch 3 teilbar. 315 durch 3 ergibt 105. 105 ist wiederum durch 3 teilbar, was 35 ergibt. Und 35 ist bekanntlich 5 mal 7. 700 ist 10 mal 10 mal 7. 10 ist jeweils das Produkt aus 2 mal 5. Und so erhalten wir die Primfaktorenzerlegung 7 mal 2 mal 5 mal 2 mal 5. Gemeinsame Faktoren sind dann offensichtlich ein 7er und ein 5er. Übrig bleibt 3 mal 3, also 9, und 2 mal 5 mal 2, also 20. Und aufgrund der Primfaktorenzerlegung gibt es offensichtlich keine weiteren Faktoren, durch die wir kürzen können. Und damit ist das Beispiel auch schon vollständig gelöst.